Sie wissen, dass es bei uns Unterschiede in der Beurteilung gibt über die Rolle der EU. Ich gehöre zu den Kritikern der EU in diesem Zusammenhang und sage, dass es völlig falsch war, die Ukraine vor über einem Jahr vor ein Fait accompli zu stellen, Russland oder die EU, sondern dass es richtig gewesen wäre, Russland von Anfang an in die europäische Einigungsbemühung mit einzubeziehen. Das war am Beginn eines großen Konfliktes, dessen verheerende Folgen wir heute sehen. Liebe Freundinnen und Freunde des Roten Platzes, immer dringender stellt man sich selber die Frage, in welche Richtung geht unser Land, geht Europa, gehen europäische Staaten. Jetzt war gerade die Vollversammlung der NATO, der Verteidigungsminister, die Großmanöver beschlossen haben. Übrigens das größte Manöver unter Beteiligung der Bundeswehr seit 1990. In Norwegen sollen 40.000 Soldaten der NATO und neutraler Staaten den Krieg proben, die Bedrohung Russlands in Szene setzen. Darunter sind 10.000 Bundeswehrsoldaten und darunter ist schweres Gerät. Schweres Gerät, das sind Waffen der Bundeswehr. Macht das einen Sinn, in einem Land zu leben, wo auf militärische Stärke gesetzt wird, wo weiter aufgerüstet wird, wo der Bundestag den Aufrüstungsetat, den Kriegsetat dieses Landes beschlossen hat? Ich möchte gerne in einem Land leben, wo über Abrüstung gesprochen wird, über gute Nachbarschaft zu Russland und nicht über Bedrohung Russlands durch die NATO. Uns bedroht keiner. Die NATO wird nicht bedroht von Russland. Und nicht russische Soldaten stehen an der deutschen Grenze, sondern Bundeswehrsoldaten stehen an der russischen Grenze. Das macht den Unterschied aus. Ich möchte gern in einem Land leben, was auf Neutralität setzt und Kräfte sammelt für eine Neutralität. Wir hatten dreimal die Chance. Es gab 1956 die Chance, Neutralität für und deutsche Wiedervereinigung. Das war der Vorschlag von Moskau. Adenauer hat immer vorgeschlagen, eine Westbindung Deutschlands. Die Sozialdemokratie hat sich mit Godesberg für Westbindung entschieden. Und Adenauers Losung war damals, lieber das halbe Deutschland ganz, als das ganze Deutschland halb. Deutschland setzte auf die NATO. Wir hatten die Chance, mit der Motorow-Regierung, die als ihren Kurs vorgeschlagen hatte, deutsche Neutralität und nicht deutsche NATO-Bindung. Diese Chancen sind nicht genutzt worden. Warum soll man nicht heute erneut darüber nachdenken, ob nicht Neutralität, nicht Paktgebundenheit und das heißt Auflösung der NATO, raus aus dem NATO-Bündnis, besser für Deutschland, für Europa ist, wie den rechten Kurs der Aufrüstung mitzubetreiben. Ich könnte gern auf Manöver verzichten, auf Großmanöver oder was auch immer. Ich bin dagegen, dass man indirekt doch versucht, Einfluss auf Atomwaffen zu gewinnen. Ich halte die Aufrüstung mit Drohnenwaffensystemen unverantwortlich. Man braucht eine andere Politik, weil man über eine andere Politik nachdenkt. Würde ich Ihnen sehr empfehlen, lesen Sie den Disput nach der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zwischen dem Artikel von Peter Gauweiler, einst der junge Mann von Franz Josef Strauß, und auf der anderen Seite drei Einspruch-Erhebenden, Wolfgang Ischinger, dem Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christopher Marschall, CDU, und Sigmar Gabriel, SPD. Ist schon eine komische Konstellation. Ich habe Peter Gauweiler im Bundestag kennengelernt. Er ist ein Konservativer. Gauweiler und ich haben viel debattiert und darüber nachgedacht, über eine gemeinsame Verantwortung von Kommunisten und Konservativen zum Erhalt des Friedens. Gauweiler hat immer darauf gesetzt, dass man Verständigung begründet und Verständigung in den Vordergrund stellt.
über meinen Spott im Bundestag der Strickjackenfreundschaft von Kohl und Gorbatschow, hat er sehr klug geantwortet, dass das immerhin eine Freundschaft war, die nicht auf einen Raketen, die über einen Raketenzaun hinweg Zusammenarbeit propagierte. Wie auch immer. Man muss heute Zusammenarbeit nach vorne stellen. Und wenn Gauweiler die Vorstellung hat, dass Deutschland eine Schweiz in Europa sein könnte, Schweiz heißt nicht auf Militär setzen, sondern auf Verständigung ersetzen. Wenn Gauweiler vorschlägt, dass Europa eine nicht auf Waffen setzende Region sein sollte, erinnert mich das an den alten Vorschlag einer atomwaffenfreien Zone in Europa. Der ist heute wieder so aktuell, wie er nur aktuell sein kann. Das hilft auch im Kampf gegen rechts. Die Rechte in Deutschland und europaweit setzt auf Waffensysteme. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass die AfD für gute Nachbarschaft zu Russland ist. Die AfD setzt auf NATO, auf Bundeswehr, auf starkes Militär. All das trägt nichts zu einer guten Nachbarschaft bei. Eine gute Nachbarschaft zu Russland heißt Abrüstung, Verständigung, wirtschaftlicher Austausch. Und dann wird man auch, kommt man raus aus einer Mentalität der Kreuzzüge. Darüber schreibt Peter Gauweiler, dass die Kreuzzüge Europa immer in die Katastrophe gebracht haben und dass die Kreuzzüge heute eine Katastrophe von ungeahnten Ausmaßen mit sich bringen. Die Kreuzritter tagten in Form der NATO. Ihre Entscheidung sind Waffensysteme, sind eine Rechtsentwicklung und ist immer mehr Unglaubwürdigkeit der Bundesregierung. Die Bundesregierung ist eng verbündet mit der Regierung der Ukraine. Das Parlament der Ukraine, die Rada, hat jetzt beschlossen, den faschistischen Gruß bei Polizei und Armee wieder einzuführen. Man kann sich schwer über Chemnitz aufregen, man kann sich trotzdem darüber aufregen, über den Nazi-Gruß, wenn man nichts bei den engsten Bündnispartnern einzuwenden hat gegen den faschistischen Gruß in der Ukraine. Wie sollen sich Bürger in der Ostukraine fühlen, wenn sie sehen, dass der andere Teil der Ukraine wieder den alten faschistischen Gruß eingeführt hat? All das hat mit Europa, mit einer Europa der Schweiz nichts zu tun. Und wenn schon, ist mir ein Europa der Schweiz, ein Europa der Verständigung wichtiger, lieber, näher als das, was wir derzeit erleben.